Eines würde ich gern festhalten. Das Gesetz verbietet mir die Verwendung biologischer Waffen ohne direkten Befehl des Präsidenten. Sie schieben den schwarzen Peter also weiter? In dem Fall ja. Hilo hat in einem Punkt recht. Wenn wir anfangen, ganze Rassen zu zerstören, selbst mechanische Rassen, laden wir uns die Schuld auf der Menschenseele etwas wegzureißen. Die Zylonen kommen zur Erde. Wenn sie uns finden, werden sie uns umbringen wollen. So lauten die Regeln. So war es schon immer, Bill. Beim Zylonensender. Heute sind wir wieder fast vollständig. Einer hat kurzfristig abgesagt, dass der Mario, aber andere sind da. Hallo Phil. Hallo. Und hallo. Ich bin. Was? Ja. Ja. Ich wollte nur gleich. Ich bin total geschockt, dass das Scar ein Gewissen hat. Hä? Hä? War nicht aus dem Einspieler gerade. Du meinst den Onkel grade? Von. Das den Onkel der, von Simba. Ja. Ich glaube, das war die gleiche Stimme wie. Meinst du? Ah, es klang schon sehr ähnlich. Nein, echt? Ich fand nicht. Es klang schon sehr ähnlich. Simba! Was für ein herrlicher Zufall. Aber okay. Ich muss das nachgucken. Okay, schau das nach. Hallo, ich sag auch hi. Jan hier. Und Ben ist auch noch da. Hallo, ich guck das jetzt auch nach. Ja, also wir wissen ja, wer der Synchronsprecher von Adama ist. Der ist ganz bekannt. Adama. Das ist ein. Deutscher Schauspieler namens Thomas Fritsch. Thomas Fritsch, genau. Zum Beispiel aus dem Mehrteiler Rivalen der Rennbahn aus den 90ern bekannt, wo er irgendwie so einen Jockey gespielt hat, der irgendwie gestürzt war in der ersten Folge und dann irgendwie einen Rennstall aufgebaut hat. Und er ist tatsächlich Synchronsprecher für Edward James Olmos in der Serie Battlestar Galactica. Nein. Doch. Oh. Ich kenne die Folge, aber wenn die Soundspur ohne Bild ist, ich habe mir. Deutscher Sprecher Thomas Fritsch. Aha. Wow. Also, und der Erzähler bei den drei Fragezeichen. So, und jetzt ihr. So. Aber Start nur bis alle in Erfurt. Folge. Das weiß ich nicht. Irgendwann. Ah ja, bis 2017, okay. Ich habe gerade, als ich die losgelöst, mir vorgestellt, wie beide im Bett liegen und. Adamas Kopf auf Rosalinds Bauch ruht, während sie ihm durch den Kopf streichelt. Passt auch wunderbar. Und Balta liegt auch noch dabei, oder? Ja. Und spielt ohne T-Shirt mit seinen Locken. Und dann sagt er, es ist ein Traum. Ich möchte nie wieder aufwachen. Ich habe übrigens niemals Der König der Löwen geguckt bisher. Deswegen weiß ich auch nicht, wie es geht. Okay, das reicht. In zwei Stunden treffen wir uns wieder. Ohne Tim. Ist das der Böse? Den habe ich, glaube ich, zweimal im Kino gesehen. Okay. Das ist ein richtig cooler Film. Ich weiß nur, dass Phil Collins die Musik gemacht hat. Und zwar der erste Film, bei dem ich im Kino weinen musste. John Oliver synchronisiert Zazu im Englischen, nicht im Deutschen. Ist das der Koch? Welcher Koch? Ja, nee, das ist der Talkshow-Host. Das ist der Vogel. Was? Gott. Achso, du warst Jamie Oliver. Ah. Ist das der Vogel? Das ist der Koch. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Listen, weil bei mir steht bei Zazu Rowan Atkinson. Echt? Oh. Den kenne ich, das doch Mr. Bean. Ja. Dann ist das eine Urban Legend, weil er aussieht wie Zazu. Er vertreibt das selber, dieses Gerücht. Ich höre jetzt auf, John Oliver zu gucken. John Oliver ist doch der mit dem Childhood ruined, everything ruined. Weil das Lichtschwert plötzlich querstreben hat. Ja, genau. Der Talkshow-Host. Ja.
Und Jamie Oliver ist der Koch. Genau. Na siehst du, dann war das doch gar nicht so falsch. Und nee. Was war das jetzt für ein Film? Und Oliver Twist? Welcher Film? Ja, Oliver Twist? Der den spielt, der in Wirklichkeit Rowan Atkinson ist. König der Löwen. Ach. Den Vogel. Ich habe den doch nicht gesehen, deswegen kenne ich ja den. Der landet auch einmal im Kochtopf, also gar nicht mal so unrelated. Oliver Twist ist eine fiktive Figur. Von? Dem gleichen, der auch die Weihnachtsgeschichte geschrieben hat. Wie heißt er denn nochmal? Ebenezer Scrooge. Genau, von Ebenezer Scrooge. Der auch das Buch geschrieben hat, was Dingens bei Lost immer noch nicht gelesen hat, weil es das letzte Buch ist, was er lesen will. Unser gemeinsamer Freund, our mutual friend. Nicht wahr? Ich habe Lost nie gesehen. Meine Güte, wie hieß der im Bunker saß? Charles Dickens. Genau, Charles Dickens im Bunker. Natürlich. Ah, jetzt wo du sagst. Zusammen mit einem falschen Hitler. Und sein letztes Buch war bestimmt Our Mutual Friend. Keine Ahnung. Da gehe ich aber stark von aus. Our Mutual Friend. In der Tat von Charles Dickens, geschrieben im Jahre 1865. Ha, Desmond war der Name, der mir nicht einfiel. Fiel. Desmond. Und es ist sein letzter vollendeter Roman. Was habe ich gesagt? Boah, Lost bildet. Siehst du? Ja. Wir haben ja schon einen kleinen Einstieg erhalten vor der Titelmelodie, worum es heute geht. Es geht um Gewissen und Macht, Moral. Und Moral und genau. Und Gedöns. Die Folge, um die es heute geht, ist eigentlich die Fortsetzung der letzten Folge. Ich war ja schon ganz entsetzt, dass es eine Doppelfolge ist und mir war das gar nicht aufgefallen. Aber so richtig ist es doch nicht eine Doppelfolge, denn die erste hieß Virus und die heißt jetzt Immun. Auf Englisch heißt sie A Measure of Salvation. Wurde von Michael Angeli geschrieben und von Bill Eagles inszeniert. Sagt man inszeniert, wenn er Regie geführt hat? Ich glaube schon. Ja. Das Wort ist mir nämlich jetzt endlich eingefallen, sonst habe ich immer versucht zu sagen regisiert oder so. Das war ja falsch. Ja, wir sehen wieder. Im Deutschen sagst du immer Regie geführt hat. Das habe ich mir dann angewöhnt, weil ich das vermeiden wollte, regisiert zu sagen. Das klingt ja so wie frisiert. Das Ganze ist gestartet am 10.11.2006 in den USA und bei uns wieder über ein Jahr später. Ich habe das genaue Datum im Moment gar nicht. Finde ich noch die Überlebenden irgendwo? 41.420 gegenüber der letzten Folge sind es zwei weniger. Und die Zusammenfassung gibt Phil. Natürlich. Die Galaktiker haben dieses infizierte Base-Ship aus der letzten Folge gefunden und schicken da ein Team hin unter der Führung von Apollo, um das Ganze zu untersuchen. Dabei stellen sie dann fest, dass die ganzen Zylonen, auf die Balta getroffen ist, gar nicht tot sind oder dass zumindest einige von denen noch am Leben sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es alle waren. Sie entscheiden sich dann dafür, die Zylonen als Geiseln mit zurück auf die Galaktika zu nehmen. Nachdem Cottle die Sache ein bisschen untersucht hat, wird diskutiert, ob sie diese Infektion, die Zylonen in sich tragen, nutzen können, indem sie so ein Resurrection-Ship anlocken und dann ihre Gefangenen exekutieren, um so eben diese Infektion innerhalb der Zylonen zu verbreiten. Was ja genau das ist, was die Zylonen selber aktiv vermeiden und die Leute deshalb da so alleine auf dem Schiff rumsterben lassen. Und Hilo sabotiert aber schlussendlich den Plan, indem er die Gefangenen vorab alle umbringt. Das reicht an Zusammenfassung, würde ich sagen. Mhm. Auf den Base Star gehen wir einfach zwischendurch ein. Das war keine stringente Handlung. Ja, und auch nix. Ja. Also da wäre selbst ein Satz hier jetzt zu viel gewesen in der Zusammenfassung, finde ich. Ja. Es geht ja los mit so einer Boarding-Party,
die Apollo anführt. Das heißt, Apollo ist wieder fit. Ja. Ja. Hat seinen Fettsuit jetzt endlich endgültig. Er hat ja letztes endgültig. Mal schon in eine Viper reingepasst. War der da schon Viper geflogen? Ja. Ah, ich erinnere mich nicht. Okay. Jetzt fliegt der aber Raptor oder mit einem Raptor. Und sie fliegen da irgendwie, also sie haben ja beim letzten Mal dieses rumtreibende Schiff entdeckt und müssen sich jetzt tatsächlich so durch die Zylonen-Raider durch, ja, hangeln dann, und sie teilweise wegschubsen. Die da alles so da, bewegungslos genau. durchs All treiben, ja. Ja, weil die auch von dem Virus infiziert sind. Wo ich überlegt habe, ob das wirklich so ist oder ob die halt irgendwie notabgeschaltet wurden oder sonst irgendwas, aber wahrscheinlich. Weil die keine Kontrolle mehr haben. Der Virus aus dem Basisschiff in die Raider, obwohl, ja, die, wenn die... sind ja auch irgendwann mal gelandet. Ja, stimmt, vielleicht hat sich der Virus verbreitet und die haben irgendwann gedacht, wir müssen raus hier und sind in die frische dann Luft gestartet. Ja. Ja, das ist ja auch komisch. Die fliegen da durch, stupsen die Raider an und die fliegen dann weg und stoppen dann wieder, als ob die halt durch so eine Suppe fliegen. Gravitation vom Basisschiff. Immer, genau. Ja, okay. Natürlich. Müssen sie eigentlich immer weiter fliegen. Damn. Aber und Reibung, das ist ja Nebel, vor allem auch. Das ist bestimmt wegen dem dicken Nebel. Das ist ja so eine Suppe, wie du gesagt hast. Die Reibung ist sogar wichtiger da als die Gravitation. Das ist kein Nebel, sonst würden sie einfach runterfallen. Weltraum. Auf den Basisstern zurück. Aber ich glaube, da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich schon, als ich es gesehen habe. Aber da war es zu spät. Ja. Ich habe nochmal versucht anzurufen, aber jeder war tot. Ronald D. Moore ist nicht rangegangen. Adama auch nicht. Hm. Ja, sie landen dann da, sichern jeden Perimeter, der sich bietet, und kommen dann schließlich auf der Brücke des Basissterns an, wo ganz, ganz viele tote Zylonen liegen. Vermeintlich tot, denn auf einmal fangen sie an, sich zu bewegen. Die ganze Sache eskaliert. Fast, während Athena versucht, mit dem Schiff Kontakt aufzunehmen, indem sie ihre Hand in des Schiffes Glibber steckt. Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja. Und ich glaube, also die wieder zum Leben erwachten Zylonen kriechen aufeinander zu und versuchen, glaube ich, noch mit ihrer letzten Kraft zu beten oder so. Ja, habe ich auch so interpretiert. Habe ich auf jeden Fall wirklich so, ja, so interpretiert, bis dann eben ein paar sagen, oder eine Six, glaube ich, sagt, dass die Boje, die da auf der Brücke rumliegt, vergiftet ist oder beziehungsweise verseucht wurde durch eine Krankheit, die alle Zylonen befällt. Wissen wir ja aber schon alles aus der letzten Folge, aber somit weiß es jetzt aber auch die Boarding Crew. Genau, und melden das zurück zur Galactica, dass sie jetzt eben ein Kontaminierungsproblem haben. Denn sie sind alle diesem Virus ausgesetzt worden. Und witzigerweise gibt es auch von jedem Modell genau einen Überlebenden. Irgendwie, oder? Ich glaube sogar so tatsächlich von jedem. Vielleicht einer fehlt. Ah, der Cavill ist auf jeden Fall nicht dabei. Seit Cavill ja gesagt hat, er auf Caprica, das muss ich mir nicht länger anhören, und sein Whisky hingestellt hat, hat man ihn nicht mehr gesehen. Na, dann wurde er ja auch erschossen. Nö. Ah ne, er hat sich selber. Das war ja schon danach. Ach, das war danach, ja, stimmt. Ja. Da hat er sich ja beschwert, dass er erschoss, dass er mit der Patronenhülse seinen Hals aufschneiden musste. Und dann ist er weg. Hätte ich mich auch beschwert. Diese Boje nehmen die nicht mit, oder? Nee, die wollen sie nicht mitnehmen, weil sie Angst haben, die könnte die Galaktika kontaminieren. Mhm. Ja, also Dr. Kottl, fordert das ja, aber Adama sagt, zu gefährlich. Ja. Ja, hätten sie mal gemacht. Dann hätten sie eine Boje gehabt. Stimmt, weil... dann hätten sie jetzt halt eine tolle biologische Waffe. Ja. Die man nicht so haben leicht jetzt auch in dem Körper der Zylonen. Ja, aber die kann man umbringen. Ja, aber man kann denen ja vorher Blut abnehmen. Oder und eine Wasser Boje kann man nicht umbringen. Öl. Richtig, die ist nämlich schon 20.000... Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Ich frage mich, ob die Viren deswegen so lange da überleben konnten, weil die irgendwie in so einer Art Stasis im Weltraum waren. Ja, aber, ohne. Viren können ja tatsächlich länger auch im Vakuum überleben. Aber es ist, glaube ich, vor allem die Kälte wichtig, oder? Kann ich sein, glaub, dass die irgendwann jetzt sind. Wird ja. gesagt, dass nämlich durch den Klimawandel, wenn der Permafrost auftaut, auch möglicherweise Krankheitserreger aus der Urzeit freikommen könnten. Ah, das habe ich auch gehört.
Ja, aber Vakuum ist doch auch ziemlich kalt. Ja, ja, klar ist es. Also ich meine, Temperatur ist ja nur sich bewegende Atome und Moleküle. Deswegen ist Vakuum ziemlich kalt. Also ich habe gelesen, ich weiß leider keine Details mehr, aber dieses ganze Sonde mit Viren ist schon so lange da. Also später finden sie heraus, dass das irgendwie vom 13. Stamm scheinbar stammt, der vor 20.000 Jahren oder so von Kobol weg ist und dass das ein Beacon zur Erde sein soll, dieses Ding. Und dass dieser Virus da nur zufällig drauf geraten ist, weil jemand krank war. Und dieses ganze Viren im Weltall und die halten sich lange, das hat man tatsächlich übernommen aus einer realen Begebenheit. Man hat nämlich mal eine Sonde hochgeschickt, die dann defekt war und dann haben sie irgendwie einen Reparaturtrupp noch von Apollo hinterher geschickt, der die wieder sauber gemacht hat und haben sie dann auch festgestellt, dass nach 2 Jahren irgendwie da Bakterienkulturen drauf waren oder so, die die Linse verstopft haben oder so. Auch zur Anmerkung, wie für Leute ausflippen, Bakterien sind keine Viren. Das stimmt. Man weiß nie. Vielleicht wäre Mario jetzt ausgeflippt. Ist er wahrscheinlich auch und er weiß gar nicht wieso. Gerade auf der Feier, wo er sitzt. Nein! Was ist los, Mario? Ist die Sachertorte dir nicht zart genug? Aber meistens ist es ja ein Mix, ein Cocktail aus Bakterien und Viren. So eine Erkältung halt. Nicht wahr? Keine Ahnung. Aha. Aha. Mir wird immer gesagt, wenn der Schleim gelb ist, Bakterien, wenn er grün ist, Viren. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, und aber die haben weder noch, denn es kommt dann auf der Galaktika heraus, dass tada, Menschen dagegen immun sind. Scheiße für Boomer. Also Athena, die ja auch mit an Bord war und sogar ihre Hände reingesteckt hat. Genau. Aber sie, genau, also Kottl weiß da noch nicht, ob sie infiziert ist. Aber erstmal behält er sie da, weil sie kein Mensch ist und er weitere Untersuchungen machen muss. Ja, weil er sagt ja auch, irgendwie ihre Blutergebnisse sind noch nicht da. Typische Ärztenlüge. Und da, du hast es eben schon im Vorgespräch gesagt, da ist mir ja auch aufgefallen, dass diese Quarantänestation sehr gut gesichert ist, weil sie dann alle da rauslaufen und einfach diese übereinandergelegten Plastikfolien einfach beiseite schieben. Wie so eine Lagertrennung im Baumarkt. Trotzdem besser als nichts. Das mag sein, ja. Ja, weil Viren sind zu schwach, um die Plastiklamellen zur Seite zu schieben. Also ja, es ist besser als hier schon. Ja, ja, klar. Das ist ja nicht perfekt. Für einen Geist auf jeden Fall. Der bestmöglichste Schutz. Wahrscheinlich haben sie keine Quarantänestation. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, es ist ja ein Battlestar und kein Quarantänestar. Naja, sie hätten ja einfach eine Luftschleuse nehmen können. Die stimmt. Die ja, aber da passieren zu oft Unfälle. Wenn die alle sterben, hätten sie sie nicht mal dahin tragen müssen, sondern einfach nur das Tor aufmachen. Ja, ich fand es aber auch so witzig wieder mit Kottl, als dann der Admiral gesagt hatte, wie viele brauchen sie? Und dann Kottl nur, wie viele haben sie? So nach dem Motto, also, er wollte sie alle retten. Da musste ich an die Rügenwalder Werbung denken. Wie viele? Alle. Boah, die ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Ja. Oh ja. Aber sie baden gerade ihre Hände dann auch. Das auch. Aber, also haben wir schon gesagt, was Kottl überhaupt damit meint, wo er machen will? Der will ja den Virus an den Gefangenen testen, um den Krankheitsverlauf nachzuvollziehen. Ja, das sagt er deswegen, aber ich glaube, er hat ja immer so eher eine Motive. Ich glaube, er will die einfach erstmal retten, oder? Ja, das sagt er doch später auch, dass er was entwickeln kann, was die halt dann regelmäßig für den Rest ihres Lebens nehmen müssen, aber weil ihr Körper irgendwie das halt nicht dauerhaft annehmen kann, sondern die Medikamente irgendwie aufspaltet und wirkungslos macht, aber ja, der arbeitet schon an der Heilung. Ja. Genau, und dafür braucht er halt oder Infizierte, wie man das heutzutage ja auch macht. Es gibt nichts Besseres als Patienten, um zu gucken, was passiert. Und die sind ja auch schon infiziert. Also jetzt nicht so, dass er jetzt nochmal bewusst uninfizierte Leute infiziert,
Ja, genau, es sind keine irgendwelche Zylonen-Gefangenen, die die aus der Flotte einfach infizieren, sondern das sind die vom Basisstern, die zusammen gebetet haben. Ja, genau, aber als da dieser Funkspruch am Anfang war, da hatte ich schon den Eindruck, dass Kottl die einfach erstmal retten wollte und dass er das einfach nur so gesagt hat, was er da gesagt hat. Weil er hat ja auch in den zwei Folgen davor, als Bierce ihn da am Zelt getroffen hat, hat er ja auch gesagt, für ihn ist es egal, welche Art Leben er rettet. Also, ja, der ist halt zuallererst ein Arzt. Man sieht ja dann noch, dass der Basisstern explodiert, als sie wegfliegen. Und es wird so leicht angedeutet, dass Athena da irgendwas gemacht hat, oder? Weil die so wird so angeschaut und guckt auch so seltsam. Und sie hatte vielleicht ja vorher, als sie ihre Hände da reingesteckt hat, Hände gebadet hat, da irgendwie so eine Selbstzerstörung aktiviert. Kann das sein? Ja, kann sein. Ja, das wird angedeutet. Aber dass sie zu dem Zeitpunkt da schon eine Selbstzerstörung aktiviert, würde ich für ziemlich mutig halten. Ja, es wurde auch nie wieder aufgegriffen bis jetzt. In der Folge. Ja, aber es war einfach nur so ein... Ich weiß noch nicht, warum der zerstört worden ist überhaupt, was das bringt für die Handlung, aber der Blick mit dem Apollo... Das bringt für die Handlung, dass sie eben diesen Beacon sich nicht wiederholen können. Genau, denke ich nämlich auch, dass sie verhindern wollte, dass sie den nachträglich holen. Ja, oder die Zylonen, aber die werden ja nicht nochmal hinfliegen. Oder die Autoren. Oder die Autoren. Du kannst dir damit ja echt so eine dauerhafte Lösung schaffen. Du züchtest diese Viren nach, haust die überall irgendwie in die Luftumwälzungsanlage und kein Zylon kann dich mehr infiltrieren. Ja, aber ich glaube auch, dass sie damit vielleicht gedacht haben, okay, was passiert, wenn die jetzt dieses Beacon holen? Okay, da ist dann was vom 13. Stamm drauf mit dem Weg zur Erde. Ach komm, lass das einfach kaputt machen. Dass das vielleicht auch die Autoren dachten. Ja, und du verstetigst halt diese Diskussion, setzen wir die Waffe jetzt ein gegen die Zylonen oder nicht? Genau, und wenn ja, wie schaffen wir das dann, dass die Serie trotzdem weitergeht? Dann müssen die Zylonen irgendwie spontan doch eine Resistenz entwickeln. Und so ist es einfach zu Ende jetzt. C'est juste. Und wahrscheinlich war es Athena. Ja, kann schon sein. Und den Plan, das jetzt als biologische Waffe einzusetzen, hat tatsächlich Apollo. Ja, das fand ich auch interessant, dass er derjenige ist, der das Thema anspricht. Weil er sonst immer der ist, der moralische Zweifel hegt, oder? Mhm. Ja. Aber offensichtlich nicht als Zylon. Weil er sonst eigentlich genau so argumentieren könnte, wie Hilo das jetzt macht. Mhm. Dass er einfach sagt, so nein, das ist falsch, weil es ist falsch. Ja, aber zu Hilo passt das natürlich auch, weil der ist ja immer der Held. Zu dem passt es total gut. Aber ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass... Die Präsidentin des... Ja, das ist... Genau. Das oder ist so Tom Zarek. Also hat sie ja auch. Ja. Oder Tom Zarek, genau. Oder Starbuck, der hätte ich das auch noch zugetraut. Oder Ty. Die war ja gar nicht da. Oder allen anderen. Ja, eigentlich alle. Ja, ich hätte sogar noch bei seinem Vater für wahrscheinlicher gehabt. Mhm. Aber er stand ja dann die ganze Zeit schon so in der Ecke. Das war eine sehr schöne Szene, fand ich. Und hat schon gar nichts gesagt, aber hat immer so schon, so sein Gesicht hat so angedeutet, dass er das eigentlich gut fand, was Hilo da so sagt. Ja, aber ich muss sagen, ich fand, wie Adama sich verhalten hat, relativ schwach, weil er wollte, dass es passiert, aber sich nicht, aber nicht selber die Verantwortung dafür wollte. Und das fand ich schon ein bisschen schwach, weil da hätte ich eher erwartet, dass wenn er schon merkt, dass es falsch ist, und ich glaube, das Gefühl hat er schon, dass es nicht in Ordnung ist, weil sonst hätte er ja nicht gesagt, ja nein, also das ist eindeutig keine militärische Entscheidung. das kann ich nur machen, wenn das vom Präsidenten angeordnet wird. Zeigt ja ganz klar, dass er sich eben nicht damit wohlfühlt. Und dann hätte ich eigentlich erwartet von dem Charakter, dass er dann auch prinzipienfest genug ist, um im Prinzip das zu sagen, was Hilo sagt. Also wir geben damit irgendwie ein
Teil von dem auf, was uns so ausmacht und weswegen wir uns für besser halten, als sie zu lohnen. Und sich nicht auf dieses Argument runterlässt, das ist ein Krieg und wir müssen den jetzt gewinnen, egal wie. Mhm. Genau. Der Zweck heiligt die Mittel. Zu Roslin passt es total gut und ich finde das auch, ich finde das immer wieder schön zu sehen, wie sich der Charakter so im Lauf der Serie einfach wegentwickelt hat von dem, wie sie am Anfang war. Ohne das jetzt, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie jetzt besser oder schlechter ist als früher, aber einfach zu sehen, dass sie sich aufgrund der geänderten Umstände in eine ganz andere Person gewandelt hat und eine ganz andere Härte entwickelt hat. Aber ich finde, die war schon immer so. Also die hat doch schon immer so einen Hardliner-Kurs gefahren, auch mit Leuten aus der Luftschleuse werfen in der ersten Staffel. Ja, aber und so. Also Zylonen. Also ich finde... Und auch damals als Bildungsministerin. Mhm. Ja, aber also ich finde, ganz am Anfang der Serie war sie schon noch anders. Sie hat sich dann relativ schnell drauf eingestellt. Aber ich glaube, die war schon... Also die würde, glaube ich, komisch gucken, wenn ihr altes Prä-Angriff selbst zu jetzt sehen könnte. Ja, Prä-Angriff kann schon sein, ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das gilt für einige da. Ja, ja, natürlich. Aber ich finde, das spricht halt auch irgendwie für sie, dass sie das auch gar nicht, sie versucht ja auch gar nicht, das irgendwie schön zu reden oder in nette Worte zu kleiden, sondern sie sagt ja ganz klar, es geht jetzt darum, dafür zu sorgen, dass die Menschheit überhaupt überlebt. Und wenn irgendwann Historiker da schlecht drüber urteilen, habe immerhin ich dafür gesorgt, dass es noch Historiker gibt. Ja. Also sie. Hey, die haben, also das hört man ja auch aus dem Mitschnitt raus, den wir vorne jetzt vor dem Intro gehört haben, dass obwohl Adama ihr den schwarzen Peter rüberschiebt, sie die Verantwortung nicht zurück zu ihm schiebt, so von wegen, sie sind der militärische Führer, sondern sie annimmt und auch die Entscheidung fällt, die sehr hart ist. Ja, und es ihn spüren lässt, was er da gerade gemacht hat. Die Rollen sind zwischen denen, glaube ich, aber schon meistens so genauso verteilt, wie sie hier auch sind. Sie ist so der Hardliner, die Hardlinerin, so der Zweck heiligt die Mittel. Und Adama ist dann meistens so das gute Gewissen. Ja, aber das ist er ja gar nicht. Bedenken. Also jetzt ist er das in der Folge nicht, ist er das ja. Aber nicht. Zum Beispiel in der Folge mit der Wahlfälschung, da war das ja auch so, dass sie natürlich die Wahl gefälscht hat, weil sie wusste, was da kommt, wer hat da die Wahl gewonnen? Balta die Wahl gewinnt. Mhm. Aber das war natürlich nicht richtig und das hat Adama dann gesagt, das war halt nicht das erste Mal so eine Szene. Hier war es halt nicht so deutlich. Also er hat sie ja schon gesagt, nur erst hinterher halt. Ja, das geht total konform damit, wie der Charakter mittlerweile ist. Deshalb habe ich ja auch vorhin nur gemeint, von Adama war ich ein bisschen enttäuscht, dass er sich da so vor der Verantwortung drückt. Er fände es halt auch schon geil, wenn die Zylonen weg wären. Ja, aber er will halt sein Gewissen mit so einer Entscheidung nicht beschweren. Da gibt es übrigens noch eine total schlechte deutsche Übersetzung, die habe ich jetzt nicht extra abgespielt. Am Ende von diesem Gespräch, oder vielleicht kommt das auch erst nachher, wenn das schon alles passiert ist, dann sagt noch nach einer kurzen Rede gegenüber Adama sagt noch die Präsidentin so say we all und er sagt dann auch leise so say we all und das haben sie natürlich nach Deutsch wieder mit das hoffen wir alle übersetzt und das hat an dieser Stelle überhaupt nicht gepasst, weil das mit hoffen da gerade gar nichts zu tun hatte. Ja, und dann gehen sie eben voran mit ihrem Plan, dass sie, ich weiß gar nicht, wie genau sie die Zylonen anlocken. Sie springen halt irgendwo hin und dann werden schon Zylonen kommen. Oder habe ich da irgendwas Wichtiges verpasst? Nee, sie wollen zu irgendeinem System, von dem sie wissen, dass die Zylonen sich da versorgen, irgendwie einen Außenposten oder so. Ah ja, okay. Und dann warten sie einfach, weil dann wird schon jemand kommen. Und vorher befragen sie aber noch den Doktor, also den, der auf dieser einen Station, der Doktor war in dem weißen Kittel. Mhm. Und der ist auch sehr kooperativ und deswegen geben sie ihm dann auch die Medikamente. Wollen ihn dann aber trotzdem natürlich erschießen? Ja, natürlich. Ja, weil das klappt dann ja auch, dass die Zylonen relativ schnell ankommen.
und zum Glück auch so ein Wiederbelebungsschiff dabei haben. Und dann, ich glaube, das kriegen wir ja sogar gezeigt, wie Hilo vorab dieses Festplattenkabel rauszieht. Stromkabel. Ja, da ja irgendwie die Luftversorgung von diesem Raum auf jeden Fall umkehrt. Dass da eben keine Luft mehr reingeblasen wird, sondern ausgesaugt. Oder worauf wir uns jetzt auch immer geeinigt haben, wie das funktioniert. In dem Fall wird die Luft rausgesaugt. Der Raum wird evakuiert. Ja. Nur nicht von Menschen, von Zylonen. Aber von Lebenden. Das stimmt. Ja, und dann kommen die Zylonen irgendwann an. Es gibt kein Fail-Safe-System oder irgendeine andere Redundanz. Nee, das sind alles einfach nur einen Stecker ziehen. Genau. Das ist auch ein bisschen seltsam. Das System ist, dass die Tür dann verriegelt wird. Ja. Das ist ja auch tatsächlich so. Rausgeholt. Wir geben denen 0,3 Sekunden Chance rauszukommen. Oh, die Tür ist zu, das tut mir leid. Aber Apollo konnte die aufmachen, weil er noch den Übersicherheitscode hat, oder? Und den Marine Apollo nicht. Apollo-Code. APPO. Nee. Die hatten doch schon mal sowas, wo sie in so einem Raum gefangen waren, wo langsam die Luft rausgegangen ist. Bei dem Zylonen-Virus war das, glaube ich. Ja, in dieser Shooting Range. Genau, und da hatten sie die Tür nicht aufgekriegt, weil da nämlich auch ein Unter... Aber das wäre Blödsinn. Ach, ich weiß es nicht. Nee, war schon richtig. Doch. Aber die Tür ging nach außen auf. Ach, die ging außen auf. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja, die haben ja jetzt gesagt, dass es automatisch gelockt wird. Da wird ja irgendwie die Luftstrom umgekehrt, ist ja auch egal. Ich fand es halt nur so komisch, dass Hilo da keinen Alarm irgendwo gibt. Das Ding mit Kreuzschraube einfach nur aufmachen kann. Weißt du, Kreuzschraube. Das kann jeder aufmachen, der einen Löffel hat. Womit hat er das mit seinen Doc-Tags aufgemacht, oder? Oder ja, hat er einen Schraubenzieher umhängen? Cool. Vielleicht sind das Schweizer Doc-Tags. Vielleicht. Die kann man so aufklappen. Ja, ne? Und dann zieht der einen Stecker, das sah aus wie die Dinger, die auch im Computer am Netzteil hängen. Genau. Und fertig aus. Festplatte, nicht Netzteil. Ja, doch, Netzteil. Ja, genau, vom Netzteil an die Platte oder so. Und das war's. Ich meine, das Ding ist alt, aber dass es so alt ist. Und dass das auch niemand gemerkt hat und dass da auch keine Warnmeldung irgendwie an die Brücke gesendet wird oder so. Doch, die gab's, aber da ja Ty nicht mehr da ist, muss ja jetzt Gator Tys Posten übernehmen und da guckt jetzt halt keiner mehr auf die Taktik. Oh. Wer weiß, vielleicht hätte Ty es auch nicht gesehen, wenn er auf der Brücke gestanden hätte. Nee, Ty hätte es ja nicht sehen müssen, aber Gator hätte es dann gesehen. Ja, weil es rechts von ihm wäre. Ach so. Ja. Ty kommt gar nicht vor in der Folge, glaube ich. Mm-mm. Nope. Genauso wenig wie Starbuck. Kann das sein? Doch. Doch? Natürlich. Die fliegen doch hier, als Zylonen da sind. Piu, ja, piu, piu. Richtig. Piu, piu, piu. Und geben denen ordentlich Feuer. Wie machen die? Piu, 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 piu. Fand das sehr cool, dass, können wir ja auch schon übergehen, das Manöver von denen, dass die Viper vorne wegfliegen und die Raptor dahinter und dann sprengen die Viper in alle Richtungen davon und die Raptor schießen ihre Raketen in die nähernden Zylon-Raider rein. So ein Torero-Moment. Torero? Ja, so von wegen, die kommen mit dem roten Tuch und dann ziehst du es weg. Nur, dass in dem Fall anstatt hinter nichts hinter dem Raptor Tuch noch dahinter sind. Die Kanone steht, ja. Genau. Ja, aber bringt alles nichts, weil inzwischen sind alle Zylonen erstickt. Und das Auferstehungsschiff war noch nicht dicht genug da, dass sie da wieder auferstehen hätten können. Weil das war ja der Plan, dass sie exekutieren und sie auf dem Auferstehungsschiff wieder auferstehen. Ob das tatsächlich zum Tod aller Zylonen geführt hätte, wäre aber eh fraglich, weil das war ja jetzt erstmal nur ein Auferstehungsschiff und vielleicht hätten die das ja auch wieder gemerkt, genauso wie sie es bis jetzt auch schon gemerkt haben und hätten das auch einfach wieder vernichtet oder gemieden. Dieses. Ja, aber es wäre zumindest eine Chance. Wäre eine Chance gewesen, genau. Aber dank Hilo kommt noch eine Staffel. Genau. Thanks, Hilo. Wollte nur seinen Vertrag verlängern. Finde ich sehr lustig, wenn das eigentlich gar nicht im Drehbuch gewesen ist, aber die hat kein Geld mehr für ein weiteres Take.
Und der hat sie wirklich umgebracht, weil es irgendwie so. Stattdessen haben sie dann noch eine Staffel in den Requisiten eingebaut war. Ja. Warum haben wir jetzt so ein Luftleitsystem in den Requisiten? Sie haben gesagt Realismus. Die Schauspieler sind alle tot. Gott sei Dank haben wir mehrere von denen zu lohnen. Wir haben Drillinge jeweils bekommen. Ja, und dann ist noch die, sauer würde ich nicht sagen, aber die Präsidentin ist dann so ein bisschen, ist ja offensichtlich klar, was da passiert ist. Wer wird die Untersuchung leiten? Und dann meinte Adama nur so, niemand, wir lassen es mal dabei bewenden. Genau. Ja, ich glaube, er ist ganz glücklich, dass es so ausgegangen ist. Und dass er keine... Ja, glücklich weiß ich nicht, aber er ist zumindest an dem Punkt, dass er es Hilo nicht wirklich vorwerfen kann. Mhm. Sondern dass er es halt total nachvollziehen kann, warum er das gemacht hat. Und es würde ja auch ganz ehrlich nichts bringen. Also. Nö. Nö, was denn? Also ich meine, er sagt es ja noch zu Athena, sie werden mich holen oder irgendwie sowas. Naja, ich meine, die können sich nicht leisten, den irgendwie aus dem Militär rauszuschmeißen und dann. Wäre auch nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Schmeißt ihn 2 Wochen in die Brick oder so. Ja. Ja, und es wäre auch für die Moral auf dem Schiff und in der Katastrophe. Ja, eben, da ist ja nichts zu gewinnen. Nee. Ja. Nö, bin ich auch völlig der Meinung. Weil das zeichnet Adam ja auch aus, dass er nun Kommandant ist, der weiß, wann man es auch mal gut sein lässt. Ist jetzt eigentlich Gator oder Hilo XO? Ich habe eben gesagt Gator, aber bevor Gator wieder Hilo da war, war es ja Hilo. Wer? Hilo? Hilo. Doch. Ja. Ah, okay. Dann macht ja Gator doch das, was er sonst gemacht hat, oder? Weiß es nicht. Was macht er sonst? Keine Ahnung. Nach Befehle weitergeben. Ah, ja. Das macht und, er. Und, ja. Und wiederholt den Sprung. Ja. Den Sprung berechnen. Das macht er das da ja auch, ne? Wenn sie zurückspringen. Ja. Und er klappt da irgendeinen Laptop auf. Stimmt. Sieht man so in Großaufnahme. Aber hat Hilo nicht irgendwie gesagt, dass er so, keine Ahnung, einen Tag Urlaub will, irgend sowas? Da war doch irgendwas. Dass er von dem Kommando zurücktritt für den Tag. Ich brauche einen Tag Urlaub. Irgendwas war da. Ich habe etwas zu tun. Zu erledigen. Nee, aber da war auch ich muss hier echt die Luft aus auf der Brücke. Ich habe plötzlich so ein dringendes Verlangen nach Trost. Ich glaube, ich gehe einmal diesen Flur zu den Gefängniszellen entlang. Mit diesem Schraubenzieher. Nicht, also ich glaube, Hilo ist auf jeden Fall XO, aber Gator war ja für den Moment quasi XO, weil Hilo ja nicht auf der Brücke war. Ach so. Mhm. Diese Unterhaltung zwischen Hilo und Sharon fand ich noch ganz interessant. Weil er ja eigentlich erwartet hätte, dass sie total auf seiner Seite ist, weil er ja ihre Leute rettet. Mhm. Und sie weiß es ja aber ganz entschieden von sich und fühlt sich da ja, glaube ich, auch total unter Druck gesetzt, genau in der Situation jetzt eben zu beweisen, dass sie auf der Seite der Menschen steht und dass sie das unterstützt, die zu lohnen, auszulöschen, nur um eben klarzustellen, wo ihre Loyalitäten jetzt stehen. Ja, und Walter wird auf dem Basisstern verhört und macht sich die Schmerzen erträglicher, indem er sich Sex mit Sex vorstellt. Sonst noch was? Ja, verhört würde ich nicht sagen, sondern gefoltert kann man eher sagen schon. Ja, mit Fingerfallen. Ja, das ist Fingerfallen. Enhanced Interrogation, ja. Nennt man das, glaube ich, heutzutage. Ja. Und zwar, weil er mal wieder gelogen hat und das sehr offensichtlich war. Weil er hat verheimlicht, dass es dieses Beacon da gibt. Es gab Bacon auf dem Basisstern und ihr habt es in die Luft gejagt. Ab in die Folterkammer. Wir sind seit 3 Jahren unterwegs, ohne Bacon. Schweine überleben nicht im Weltraum, Gator. Ach nee, Walter. Ja, aber ja, also er hat ja irgendwie eine Kamera, eine Helmkamera oder sowas, weil die Six hat sich ja Videoaufnahmen angeguckt. Ja. Hm. Ich glaube, Walter hat er sogar selbst Foto gefilmt. Ja, wirklich. Ich glaube, der hat das selbst gefilmt. Selfie damit. Selfie-Stick. Ich habe nicht ganzen gesehen. Genau. Lächeln. Klick, klick, klick. Ich muss Informationen besorgen.
Aber es war auch eine sehr, sehr futuristische Folteranlage, ja, mit irgendwie so Touchpad, hm, hoch so und runterfahren. Keinen altertümlichen Drehknopf, wie es auf der Galaktika sein würde. Oder einen Kopf in einen Eimer. Wie es auch auf der Galaktika sein würde. Ja. Mit dem Drehknopf dran. Aber das irgendwie, die Szene fand ich gar nicht so schlecht. Also bis auf dieses sich stehlen an den Strand, aber wie er da diesen Schmerz mimt und Six so fast davor ist, zusammenzubrechen vor dem Folteropfer, weil für sie ist das ja auch eine mentale Folter. Six oder Denner? Nö, Six, wenn sie am Anfang noch dabei steht. Ja, sie geht ja dann weg. Ach so, stimmt, am Anfang steht sie noch dabei, ja. Ja, das kam jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ich fand nicht, dass das schlecht umgesetzt war. Ich finde nur nicht, dass es da viel drüber zu sagen gibt. Ja, das war halt schon. Das war halt einfach relativ viel Zeit für, um darzustellen, er wird Patricia verhört noch mal oder Sex gefoltert und genau, flüchtet sich halt so in seine Gedankenwelt, um den Schmerz irgendwie aushalten zu können. Und ich fand das sehr fies, als er den USB-Stick so ganz tief ins Ohr gesteckt bekommen hat, dass da Blut rauskam. Ja, war bestimmt falsch rum. Ach ja, oh Mann, natürlich. Bei uns funktioniert das, um Erinnerungen rauszuholen. Warum bei dir nicht? Du musst ihn anders rumdrehen. Ja, bei USB-C ist das Problem gelöst. Ist ja auch noch eine Übergangstechnologie. Eben, eben. Die neuen Zylonen haben schon USB-C. Da passt jeder in jeden rein. Ah, ist das schön. So, sollen wir? Das hat sich Balder auch gedacht. Ja, dann fangen wir an, Jan. Genau, Jan. Mir hat die Folge gefallen. Also diese ganze Ethik darin, darf man sowas machen, wenn man eben die Möglichkeit hat, den Krieg zu beenden, aber dafür einen Genozid zu begehen, auch wenn es die eigen erschaffenen menschlichen Roboterwesen sind, die vielleicht leben, aber auch nicht leben und so weiter. Diese ganze Debatte hat mir gut gefallen, hat so Denkanstöße gegeben und auch wie das ausgespielt wurde, hat mir gut gefallen. Und die Sache auf dem Basisstern war, ja, banal dagegen. Ich gebe der Ganzen eine 7. Und jetzt Ben kann weitermachen, wer will. Zum Beispiel Ben. Oh, ja, ich will. Ja, was Jan gesagt hat. Zu der Folge gibt es vom Inhalt ja auch nicht wirklich viel zu sagen. Die drehte sich halt wirklich nur um diese moralische, ethische Frage, darf man, also quasi Sieg um jeden Preis oder ist es am Ende dann vielleicht doch kein Sieg mehr? Und ich fand die Diskussion auch gut. Ich fand es auch schön, dass mit Hilo die eine Seite wirklich, wirklich demonstrativ gezeigt wurde und die auch wirklich Argumente vorgebracht hat und hatte so ein bisschen so einen kleinen Doctor Who-Moment, weil da ist das auch oft Thema in der Serie. 7. Okay. Weil du gerade Doctor Who angesprochen hast, mir ist noch was eingefallen, das will ich noch vorschieben. Ich habe gelesen, dass die Vorlage tatsächlich eine Next Generation-Folge war, die genau das gleiche Thema behandelt. Und zwar heißt die iBorg. Und da wird irgendwie so ein jugendlicher Borg namens Hugh irgendwo verletzt gefunden. Und sie wollen dann genau so einen Plan vollziehen, dass sie ihn irgendwie auf das Schiff zurückschicken von den Borg und ihn irgendwie infizieren, dass alle infiziert werden. Und das machen sie dann am Ende irgendwie auch nicht. So, ich fand die Folge auch gut. Ich würde ihr sogar 8 Punkte geben. Hat mir gut gefallen und ich bin ja auch immer für gute Heldengeschichten mit klaren Moral, Helden in strahlender Rüstung mit klaren moralischen Vorstellungen, finde ich sowieso immer gut. Und da hat man hier gesehen, Hido for the win, 8 Punkte. Phil? Ja, ich stehe da auch total drauf, wenn in Serien sich auch mal Zeit genommen wird dafür, dass die Protagonisten ihr eigenes Handeln hinterfragen und es da dann einfach eine Diskussion gibt, ob der Weg, den man so eingeschlagen hat, ob das noch der richtige ist, ob man irgendwo
zu weit geht oder nicht weit genug. Und fand auch hier, dass sie genau die richtigen Charaktere genommen haben, um die jeweiligen Seiten darzustellen. Und auch, wenn ich mich ein bisschen lustig gemacht habe drüber, fand ich auch die Handlung auf dem Basisstern, auch wenn da inhaltlich nicht viel passiert ist, fand ich das gut umgesetzt. Also ich fand auch da wieder, war das eine tolle Leistung von dem Balta-Schauspieler, weil der dieses Schwanken zwischen Verzweiflung und Hoffnung hat er, finde ich, gut rübergebracht. Also der hat da so viel rausgeholt, wie man aus so einer Szene rausholen kann, finde ich. Also ich gebe der Folge auch 8 Punkte. Okay. Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr. Hatten wir kurz angesprochen, dass der eine Zylon gestanden hat, dass Balta noch am Leben und auf dem Basisstern ist? Nein, haben wir nicht besprochen. Haben wir doch. Also wir haben zumindest besprochen, dass der geplaudert hat und deswegen mit Medikamenten belohnt wurde. Aber, ja, die aber dass er das explizit gesagt hat. Das haben wir nicht gesagt. Das war ja für alle eine große Neuigkeit. Hat ja auch Gator so geschrien, was, Balta ist am Leben? Ja. Nein! Hat er gesagt, er hat uns dahin geführt und so weiter. Ja, ne? Der Verräter an seiner eigenen Rasse. Ja. Der mit Klaviermusik immer wieder nackt auf den Basisstern aufwacht, wo ich auch denke. Immer wieder. Immer wieder das Gleiche. So täglich grüßt das Murmeltier. Nur mit Drogen. Irgendwie muss man Drogen nehmen auf diesem Basisstern. Gut. Letzte Worte. IMDb hat bewertet mit 7,6. Also ja, liegen wir ja genau dazwischen. 7,7,8,8. Ja. Perfekt. Ja, letzte Soll Worte. Ich? Ja. Schwarzer Peter. Warum? Ach so, ja, verstehe. Machst du dich über den Arzt lustig? Was? What's up, Tucker? Gott. Genozid ist doof. Darauf kann man sich einigen. Phil? Ja? Nee, du musst. Ich warte noch. Ach, ich muss. Ach, stimmt. Dann sage ich richtig. USB im Ohr. Ska im Weltraum. Oh. Oh, das ist gut. Und das damit. Wird eine schwierige Auswahl. Ja, aber Tim schafft das schon. Ich schaff das schon, ich mach das schon. Ja. Damit fahr ich los zum nächsten Mal und mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Wiedersehen. Ich habe angefangen, The Alienist zu gucken. Ah ja. Und die fand die erste Folge schon gar nicht abschreckend. Das ist doch schon mal gut. Ich hole mir mal meinen Tee, dann können wir weiterreden. Sonst ist er bitter. Mhm. Mhm. Dann wird der Tim bitter. Ja, das ist wie mit Menschen. Die darf man nicht zu lange allein in der Gegend stehen lassen. Du spielst doch bestimmt Red Dead Redemption, oder? Ja. Wie findest du es? Weil ich lese extrem unterschiedliche Dinge darüber. Also so von ganz großartig bis super langweilig. Ja, also die Welt ist schon geil gemacht, die Grafik ist toll, also man fühlt sich wirklich mittendrin, aber es ist halt so riesig, dass man die ganze Zeit von irgendwas abgelenkt wird. Man kommt einfach zu nichts. Mhm. Ich glaube, da muss man schon Fan von sein, dass man. Die Story, glaube ich, ist schon ganz gut, aber ich habe noch so gut wie gar nichts davon gesehen, weil halt ständig irgendwas passiert. Ja, gut, ist wahrscheinlich so vergleichbar mit GTA, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ja, aber dann sind es ja auch alles Sachen, die man einfach ignorieren kann, wenn man möchte. Ja, das auf jeden Fall. Da spielt auch der Erfinder des Teddybärs mit. Wo? Bei The Alienist. Ach, wir sind ja schon längst woanders. Des Teddybärs. Ja, Theodore Roosevelt ist der Polizeichef. Ach, ah, okay. Teddy Roosevelt? Ja, der war wirklich Polizeichef in New York. Wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht. Interessant. Wahrscheinlich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, über den Nachnamen. Roosevelt.
Der könnte ja zu Red Dead Redemption Zeiten war der ja dann auch schon am Leben, oder? Das ist doch auch ganz, ganz zum Ende 19. Jahrhundert. Ja. Mhm. Warum spielt er da auch mit? Nein, aber könnte er. Ja, ah, ja. Ich weiß es nicht. Aber die meisten nutzen doch so Gelegenheiten, so viele historische Persönlichkeiten wie möglich auftauchen zu lassen. Also als Meisterwerk würdest du es jetzt auch nicht bezeichnen. Ich? Nein. Also sagen wir mal, von der Machart her schon. Du hast es ja nicht gespielt. Ich dachte, ihr redet über The Alienist. Nein, du warst ja weg und dann haben wir über was anderes gesprochen. Jetzt reden wir über Alienist gucke ich erstmal einfach noch weiter, bevor ich da mehr darüber rede. Ja, ich würde mal so die ersten 10 Folgen gucken, das reicht. Ich habe jetzt mit der 11. Staffel von Doctor Who angefangen. Ist das schon mit der Frau? Ja, ist genau. Aber es wirkt, also mir gefällt es deutlich besser als die letzten 2-3 Staffeln. Weil es wieder mehr so wie früher ist. Also mehr so den Educational-Anteil drin hat. Es sind sehr viele Folgen, die irgendwo in der Geschichte der Erde spielen, bei wichtigen Ereignissen und wichtigen Persönlichkeiten und so. Ja. Ich habe The Salvation geguckt. Auch eine Serie. Sag mir vom Namen her gerade. Sag mir was, aber ich kann es nicht zuordnen. Auch irgendwas auf Netflix, oder? Gib uns einen Tipp. Ja, ist irgendwie so verrücktes Zeug. Mit. Ah, das schränkt mit. Ein Asteroid fliegt auf die Erde zu, genau. Ach, die, ja, da habe ich die Zusammenfassung gelesen, als mir vorgeschlagen wurde, genau. Ja, konnte man sich angucken. Okay. War ganz witzig. Achso, und gestern habe ich The Purge zu Ende geguckt. Da lief jetzt die letzte Folge. Davon habe ich noch gar nichts gesehen, weder ein Film noch die Serie. Ja, die Serie war ganz gut. Die Charaktere waren ziemlich cool. Also was, auch nicht die Filme, Tim? Gar nichts? Mm-mm. Aber du weißt, worum es da geht. Mm-mm. Sehr gut. Eine Nacht, in der alles erlaubt ist im Jahr. Genau, in Amerika. Das ist gut für die Gesellschaft. Gibt's nicht so eine Folge bei Battlestar Galactica? Ich glaube schon, da schließen sich alle in die Quartiere ein, weil da irgend so ein Alien-Volk eine Nacht hat, wo alles erlaubt ist. Meinst du jetzt du meinst bei Babylon bestimmt 5? Nicht Battlestar Galactica. Wenn ich Battlestar Galactica sage, dann meine ich natürlich, wie du, wenn du richtig sagst, Babylon 5. Das weiß ich. Ja, kann sein. Also ich erinnere mich da an eine Folge, dass eine Rasse Staffel sich untereinander. Ach so, in der letzten, nee, dann war die jetzt nicht. Am Anfang, wo die einen dieses Grüne und die anderen dieses Ja, das war das mit Purple den Tüchern, Band. Mit den lila Tüchern und den grünen Tüchern. Das war was anderes. Okay. Nee, da ist also in Amerika haben irgendwann, keine Ahnung, 2010 oder sowas oder 2015, haben irgendwelche Faschos die Wahl gewonnen und haben dann das Land quasi umgekrempelt und haben gesagt, das Land wird wieder besser und die Menschen werden auch besser, wenn sie quasi die angestauten Aggressionen in einer Nacht ablassen können. Das heißt, die dürfen einmal im Jahr 12 Stunden lang, werden quasi alle Gesetze abgeschaltet und jeder darf alles machen. Mhm. Das ist eine ziemlich dumme Prämisse. Ist es auch. Aber ich finde, was sie daraus gemacht haben in den Filmen, super. Weil, ich meine, ihr guckt die ja sowieso nicht mehr, dann kann ich sie auch spoilern. Aber, und eigentlich ist es auch sinnig, da würde man auch von alleine drauf kommen, nach 10 Minuten, dass die Regierung diese Nacht halt nimmt, um der ganzen Obdachlosen und Arbeitslosen und so Herr zu werden. Weil die können sich natürlich nicht wehren, die können sich nicht verstecken. Und die werden natürlich als erste von den Leuten umgebracht, die rausgehen, um Leute umzubringen. Weil die Geld haben, können sich natürlich in irgendwelchen Bunkern und Hochsicherheitsgebäuden einschließen und bewachen lassen. Und die kein Geld haben, werden dann natürlich abgeschlachtet. Und oh Wunder, nach ein paar Jahren gibt es quasi keine Arbeitslosigkeit mehr. Aber die sagen, kein Geld haben, da ist ja auch nichts zu holen. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass die Leute jemanden umbringen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden, damit sie sich quasi besser fühlen. Ach so. Geht ja das nicht so. Nur während der Arbeit manchmal. Mhm. Also die Filme sind ganz okay. Die Serie fand ich tatsächlich besser. Und die Serie spielt halt, diese eine Staffel spielt halt in dieser einen Nacht, also quasi 12 Stunden lang. Fast in Echtzeit tatsächlich. Kann man sich mal angucken bei Amazon. Ja. Ist auch Prime-Serie. Aber sollte man tatsächlich zumindest den ersten Film vorher gesehen haben, weil die Serie setzt voraus, dass du weißt, worum es geht. Die erklärt dir also nicht mehr, was diese Nacht ist, wo die herkommt und wofür die gedacht ist und so. Das wissen wir. Fängt einfach an. Ja, genau. Bei Babylon 5 heißt die Folge Der Tag der Toten, aber das ist ein bisschen anders. Das ist irgendwie so eine Zeremonie, wo dann eine Nacht irgendwie so
So ähnlich wie in Mexiko, da dieses Totenfest ist. Und da passieren der Tag dann der Toten. Ja, der Tag der Toten, genau. Da passieren dann seltsame Dinge. Sehen die da quasi nicht die Geister der Toten? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall schließen sich auch alle in ihren Quartieren ein, weil sie da Angst haben und so. Kann ich mich dran erinnern, ja. Ich habe gestern Outlaw King geguckt. Oder vorgestern. Das sagt mir auch nicht. Das kam neu auf Netflix raus. So praktisch im Nachgang zu Braveheart mit dem neuen Kirk als Robert the Bruce. Okay, wer ist denn Robert the Bruce? Ich habe keine Ahnung. Das ist der dann Schottland von den Engländern. Das war doch William Wallace. Ja, genau. Und der William Wallace zumindest in dem Mel Gibson Braveheart-Film verraten hat, war Robert. Ach so. Und den gibt's auf Netflix. Ja. Mhm. Und wenn man auf so Mittelalterfilme steht, ist es ganz gut. Also ist jetzt kein überragender Film, aber ja. Ich war gut unterhalten, weil sich Leute im Matsch gegenseitig abstechen und Leute in Ritterrüstungen rumlaufen. Und Chris Pine versucht, einen schottischen Akzent hinzulegen, was nur so mäßig klappt. Okay. Ah. Warum haben sie keinen Schotten genommen? Es gibt so viele schottische Schauspieler. Mhm. Sie hätten Sean Connery nehmen können. Oh, und ich habe Dings geguckt auf Netflix. Bodyguard, die Serie. Und da spielt die Hauptrolle einer, den kannte ich bisher nur aus Game of Thrones und habe den aber schon wieder ziemlich vergessen, weil der in der Red Wedding stirbt, falls du das so sterben sehr viele. Hast, Tim. Das war doch ja, schon Staffel 2. Ja, der Stark halt. Ach, der große Sohn. Ja, genau. Ja, okay. Puh, und das ist schon echt gar kein guter Schauspieler, der Mann. Also wenn der so die Hauptrolle spielt, dann merkst du mal, dass der es, also Emotionen darstellen, kann der echt gar nicht gut. Das hat er bei Game of Thrones auch nicht machen müssen. Ich habe die Vietnam-Doku geguckt, ich fand die auch gut auf Netflix. Ja, gell? Ja, vor allem, weil die ja gar nicht eigentlich über den Vietnamkrieg ging, sondern über die Hintergründe. Das kannte ich alles gar nicht. Ja, genau, so ging es mir auch. Ich habe da total viel gelernt. Hm. Von Dingen, Franzosen waren's. Die mir völlig, allein schon dieses Vorspiel, aber auch dieses ganze Ding zwischen der US-Regierung und der Regierung von Südvietnam. Mhm. Das fand ich echt interessant. Und dann habe ich noch eine andere Dokumentation geguckt, habe ich schon beim letzten Mal erzählt, als du nicht da warst, Jim and Andy, The Great Beyond. Kann ich auch empfehlen. Es ist eine Dokumentation über einen Film, in dem Jim Carrey einen Komiker spielt. Ach, habe ich gehört, ja. Und es wird gezeigt, wie er zwischen den Drehpausen nicht mehr aus seiner Rolle rausgeht. Hast du den Film gesehen, um den es da geht? Nee. Der ist so, glaube ich, schon von 2004 oder so. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Man on the Moon war das. Ja, genau. Das ist, genau. Ja. Also Man on the Moon ist ja der Song auch von R.E.M. und da geht es genau auch darüber. Und die Doku kann man sich aber auch anschauen, ohne den Film gesehen zu haben. Ja, ich habe die ja auch gesehen, ohne den Film gesehen zu haben. Oh, Jim Carrey hat einen Bart. Oh mein Gott. Hast du einen Maniac reingeguckt? Nee, was ist das? Okay. Das ist auch eine Serie, von der habe ich von der nicht erzählt. Ich war mir sicher, ich hätte zumindest dir davon erzählt, weil ich dieses Zukunftsdesign, was die in der Serie haben, ganz interessant finde. Und weil da ja der Polizist aus Leftovers mitspielt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Justin Theroux. Genau. Okay. Nee, ich erinnere mich, dass du mir irgendwas erzählt hast, wo der mitspielt. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Maniac, okay. Maniac, ja. Ist doch der aus Wing Commander. Nee, das ist Biff. What? Maniac aus Wing Commander ist Biff in Zurück in die Zukunft. Ja, das stimmt. Wow. Das stimmt. Ja, natürlich stimmt das. Ja, aber wie ist denn der Zurück in die Zukunft gekommen, wenn er doch schon in der Zukunft gelebt hat? Da musst du noch mal drüber nachdenken. Wing Commander habe ich weder gespielt noch gesehen. Ja, das zweite ist nicht so schlimm. Das erste schon. Ja, will ich jetzt aber auch nicht mehr. Doch. Ach, so alte, nein. Das hat mir auch nie Spaß gemacht. Also zumindest den dritten und vierten, da hat mir das Spielen auch gar nicht so richtig Spaß gemacht. Das war ja noch keine 3D-Grafik, sondern das war so komisch. So wie X-Wing und TIE Fighter. Nee, eben nicht. X-Wing TIE Fighter war 3D-Grafik. Die habe ich gespielt. Aber Wing Commander 3 und 4, was halt ja so
cinematisch inszeniert war. War das Heart of the Tiger? Genau. Der dritte? Ja, okay, das war der letzte, den ich gespielt habe. Und aber die Storys und die Videos waren halt immer so cool. Ja, die waren toll. Oder auf dem Schiff hin und her latschen und so. Und dann da mit jemandem quatschen und da, das fand ich auch geil. Nur das reine Spielen hat mir dann nie so Spaß gemacht. Oh, und das war immer so überladen, die Steuerung. Ja, aber dann mit dem nächsten, was dann keiner mehr mochte, da gab es dann nämlich eins, wo sie nicht mehr so viele Filme hatten. Wie hieß das denn? Prophecy, glaube ich, wegen Commander Prophecy. Das war richtige 3D-Grafik und das hat auch richtig Spaß gemacht, dann zu spielen, weil das nicht mehr so statisch irgendwie war. Aber X-Wing war das erste 3D-Weltraumspiel. Echt? Ist der dritte Teil von Wing Commander schon so alt? Oh Gott. Nee, der kam danach. Kam nach X-Wing, glaube ich. Aber mit schlechterer Grafik quasi. Mit anderer Grafik halt, mit keiner 3D-Grafik. Dann könnte er, den dritten Teil habe ich auf der PlayStation gespielt. Vielleicht hatte der da andere Grafik. Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich fast auch nicht. Wobei die halt auch dafür bekannt war, dass sie alle ihre Spiele mussten quasi 3D gemacht sein. Ah, nee, ich sehe es gerade, du hast recht. Ja. Nee, das sah ja auch damals besser aus als die 3D-Grafik. Bei X-Wing hatten die ja gar keine Texturen. Das viele beschwert. So Blöcke. Aber dafür war es halt 3D. Und bei Wing Commander waren es noch alles mit Texturen, aber einfach nur flache Sachen, die dann so geshadowed waren, damit das so ein bisschen aussah, als wäre es 3D. Ah, ja, ich sehe. Ja, genau, richtig. Da hat doch auch Mark Hamill mitgespielt. Ja, genau. Commander Taggart, oder? Nee, das war was anderes. Das war das Galaxy Quest. Nee, Taggart war auch dabei. Ist der auch Taggart? Ach, das war John Rhys Davies, oder? Ja, genau. Ja, der Spion. Das war hier Paladin. Oder Paladin, genau. Der hieß Taggart. Aber wie hieß denn Heart of the Tiger? Mark Hamill. Ja. Blair. Blair, genau. Colonel Blair. Vorname Colonel. Christopher. Der soll ja auch in Dings mitmachen, hier in Star Citizen. Ja, da habe ich kürzlich mal wieder unglaublich viele Schauspieler gesehen. Ja. Durch den Trailer habe ich da mal wieder hingeguckt, das hatte ich schon wieder völlig vergessen, weil ich das damals auf Kickstarter gebackt hatte und habe jetzt nochmal nachgeguckt, wann das war. Das war 2012. Dass du das gebackt hast. Ja. Ich habe das ganz gelassen, weil ich habe das erst gemerkt, nachdem das schon 40 Millionen hatte, habe ich gesagt, dann brauchen die meine 5 Euro auch nicht mehr. War's? Ja, toll. Und guck, Pleite. Oh, hier, ich sehe gerade, Malcolm McDowell hat auch mitgespielt. Ja, Commander Tolwyn, Admiral Tolwyn, das war der, darf ich nicht sagen, doch, du spielst es eh nicht mehr. Das war der Admiral schon im dritten Teil und im vierten Teil auch noch, da war es, hat er sich hinterher aber als der Böse rausgestellt. Der vierte war das gegen diese Piraten, ne? Gegen Tolwyn. Ja, gegen andere Menschen. Deswegen mochte ich den nicht, echt? Weil ich wollte Pirati töten. Der war von der Story auch gut. Der hat auch schon im zweiten Teil mitgespielt, Admiral Tolwyn. Und im ersten glaube ich auch, aber halt nicht als Filmfigur. Ja, im zweiten war man doch auf seinem Schiff und das ist am Ende vom zweiten abgestürzt. Genau, und das sieht man ja im dritten am Anfang sogar noch. Ja, da stehen ist die ja dann vor dem Taggart und Blair am Anfang, gell? Genau, diese ikonische Szene, wo sie da vor dem Greenscreen stehen und im Hintergrund brennt dieses ganz, ganz pixelige Schiff. Die Concordia. Gott, da kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch. Ich dachte, die Tiger's Claw. Nee, die Tiger Claw ist die aus dem dritten Teil. Gestorben, oder nicht? Ach, nee, das ist die aus dem dritten Teil. Oder erster und dritter Teil? Vielleicht. So hieß mal mein Sternzerstörer im Rollenspiel. Bestimmt wegen Wing Commander. Aber dann hast du ihn bestimmt nicht benannt. Das ist korrekt. Ich habe übrigens Kill Bill gesehen. 1 und 2 jetzt. Das habe ich gesehen und du fandest sie gut. Super. Also ich habe die ja damals schon mal gesehen und da fand ich die gar nicht so gut und jetzt fand ich die ganz hervorragend. Einfach aus cineastischer und musikalischer und inszenatorischer Sicht. Ja. Das waren mir zu viele Worte. Und ich habe jetzt erst verstanden, dass ja Kill Bill eine Doppelbedeutung hat. Was ist die zweite Bedeutung? Na, die Todesliste. Ach, die Kill Bill. Ja. Und ich habe halt immer nur an den Namen gedacht, weil der Typ Bill heißt. Das wird ja schon in der ersten Szene oder so, wird das ja schon gesagt. Stimmt, hätte man drauf kommen können. Ja. Sie schreibt ja sogar diese Liste immer und streicht die Namen durch. Streicht den Namen durch, ja. Im Sommer wollte ich unbedingt nochmal Inglourious Basterds gucken und dass das nirgendwo gab, nur auf Deutsch bei Amazon, habe ich mir dann die Blu-ray bestellt. Aha. Liegt noch eingepackt rum und jetzt habe ich erstmal Kill Bill geguckt.
Den gibt es aber, glaube ich, auf Netflix. Es gab ihn Netflix, zumindest, genau, da. Deswegen mhm. war der ja auch in Englisch. Inglourious Basterds, meine ich. Echt, den gibt es auch auf Netflix? Nein, den gab es zumindest. Ach, den gab es mal, aber als ich den gucken wollte, gab es den nur bei Amazon auf Deutsch. Das kommt. Ah, Landa, da sind sie ja. Beste Szene. Wer sagt das? Goebbels. Ach so. Wenn die Französin in das Restaurant kommt und die über das Kino reden und dann kommt dann irgendwann Landa dazu und dann hörst du plötzlich, wie Goebbels, also du siehst, wie Goebbels so hochguckt und dann so, ah, Landa, da sind sie ja. Und dann siehst du nur noch das Gesicht von dem Mädel in Großaufnahme. Ach so, ja. Und dann läuft im Hintergrund diese Boom, Boom, Boom. Und dann kommt der rein und ist natürlich voll der nette Typ. Mit dem, weil wir ihn ja die ganze Zeit falsch verstanden haben. Das spielt der Alienist auch mit. Der Alienist? Ja. Ach so, ja, als Scharfschütze. Genau. Oder? Ja. Ja. Dann ist der doch da, dann ist der doch da dieses, was, irgendwas ist der doch dann da in dem Café. Und philosophiert darüber. Strudel. Ein Strudel. Strudel, genau. Mit Sahne. Vorher durfte sie nicht essen, sie mussten auf die Sahne warten. Genau. Ja, und Slow West fandest du ja anscheinend auch ziemlich gut. Ja, war auch gut. Und ich habe sogar den Hund erkannt. Nein, Slow West. Oh je, der Schröckert hat Outlaw King einen halben Stern mehr gegeben. Gerade eben. Einen halben Stern mehr als ich? Ja. Ich habe ihn nachträglich noch einen halben Stern runtergesetzt, weil einen Tag später hat er nicht mehr so gewirkt, ja. Okay. Was denn Outlaw King? Ist das mit dem Typen, der William Wallace verraten hat? Ja, genau. Also das war aber nur in dem Braveheart-Film so. Nein, ja. Das ist eine Netflix-Produktion. Ach so. Musst du jetzt gucken. Los, mach alles du zu. Hä? Und Overlord? Den gucke ich wahrscheinlich nächste Woche. Das ist eine Netflix-Produktion? Nein, der läuft im Kino. Was man macht, ist falsch. Ja, aber du hast immer eine 50-50-Chance. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür will ich kein Geld ausgeben. Ich habe so ein Gefühl, als wäre der echt nicht gut. Ja, doch. 3,5 Sterne im Schnitt, das ist besser als die meisten anderen Filme, die ich mir angucke. Okay. Ich weiß ja nicht, was das für dich sagt. Schröck hat auch 3,5 gegeben, der Film muss gut sein. Die haben halt alle geschrieben, das ist kurzweilig, das ist quasi das Call of Duty des Kinoguckens. Gucke ich lieber Der längste Tag nochmal. Ja, also da, wie gesagt, dafür muss ich halt kein Geld ausgeben. Das ist dann okay, wenn es den irgendwann auf Prime oder Netflix gibt. Aber der ist von J.J. Abrams. Was? Produziert. Mhm. Ja, oder, ja, gut, das, ich habe das Gefühl, irgendwie ein Drittel aller Filme wird mittlerweile von Bad Robot produziert. Und von Paramount. Und von Asmund. Also der ist von Bad Robot und Paramount produziert. Da ist er! Da bin ich. Hallo. Da ist er. Lauter, leiser. Mit einem qualitativ hochwertigen Mikrofon heute. Oh ja. Klang gar nicht so schlimm beim Schneiden, das letzte. Also ja, schon, das ist ja aber gut zu wissen. Also schon. Aber das lag eher am Sprecher. Da kannst du ja nichts dafür. Klang halt so ein bisschen wie so eine Nazi-Rede. Was? Du glaubst, der Nazi-Reden ohne mich? Hast du das deswegen schlechter Hitler genannt? Nee, das war ja noch das alte Mikrofon, also das Gute. Okay. Nee, Jan hatte beim letzten Mal doch ein neues Mikrofon, weil er dann bei seiner Freundin nur war und sein anderes Mikrofon nicht hatte. Ja, genau, die Folge, die habe ich jetzt noch nicht hören können. Die ist auch noch gar nicht geschnitten. Ja, ein sehr improvisierten Setup. Die konntest du noch nicht hören, weil die ist noch nicht geschnitten. Die du meinst, die war davor schon. Da hat er noch sein richtiges Mikro gehabt. Aber du dachtest trotzdem, kein guter Hitler passt. Nein, hatte ja damit nichts zu tun. Sondern die haben mir unterstellt, ich sei kein guter Hitler. Deswegen habe ich die Folge. Das würde ich jetzt aber nicht als Beleidigung empfinden. Erinnere mich überhaupt nicht mehr. Das konnte Tim natürlich nicht. Aber du bist auch einfach zu nett für einen guten Hitler. Ich werde es euch beweisen. Die ganze Folge jetzt umeditiert. Genau, immer das R gerollt nachträglich. Und dann eine Kös, so eine Kös. Und ich griff ihr an die Kös. Was?
wo noch so das, demonstrativ die Uhr hinten dran hängt. Und ja, wenn so Homer, warte, ich such's raus. Nee. Die Venus von Milo. Grüne Venus Simpsons. Gibt's doch bestimmt einen Clip. Auf jeden Fall bei der Folge, die heute veröffentlicht wurde, da hat im Vorspann der Jan die ganze Zeit Stress gemacht, dass wir pünktlich fertig werden müssen und jetzt ist er eine halbe Stunde zu spät. Ja, samstags fahren die Busse anscheinend nur noch halbstündig. Oh. Und mein Fahrrad wurde geklaut, deswegen musste ich losfahren. Ja? Toll. Hast du es versichert? Nee, natürlich nicht. Nee, das wurde mir ja hier hinten aus meinem Hinterhof geklaut. Und du hattest eine Hinterhofklausel drin. Nee, wo ich halt denke, ja, da brauche ich ja keine Fahrradversicherung. Ja. Ich muss mal gucken, ob es in der Hausratversicherung drin ist. Ich habe auch keine Fahrradversicherung, aber ich habe auch kein teures Fahrrad. Ja, mir wurde es geschenkt, also es geht jetzt so, aber ist halt schon doof. Vor allem, wenn die Person 30, 40 Meter lang geht an dem Haus entlang und dann hinten um die Ecke, da wo ich wohne, wo ich eine kleine Terrasse habe, wo wirklich niemand hinkommt, auf einmal dahin kommt, um mein Fahrrad zu klauen. Vielleicht war das ja ein Reh. Heimlich. Ein Reh. Was? Na, bei mir zu Hause laufen immer Rehe im Grundstück hinten rum. Ach so, ja, nee. Deinem Fahrrad. Ja, die Katze vom Vermieter Fahrraddiebe. Ich stelle mir gerade vor, wie das Reh dann so die Straße entlang fährt. Ja. Und mit dem Geweih am tief hängenden Ast hängen bleibt. Na, runterfällt. ja, muss ich denn noch lauter machen? Nö, leiser? Klingt ich in Ordnung? Ja, okay. Finde ich auch gut. Sehr schön. Hat von euch schon einer diesen Netflix-Film mit Captain Kirk im Mittelalter gesehen? Nee, den haben wir ja noch nicht drüber geredet. Du folgst wohl nicht meiner Aktivität auf Letterboxd. Ja, erstmal hier Letterboxd aufmachen. Ach, ist das der? Ich hab's auch leider nicht geschafft, den 90. Wallace umgebracht hat. Was? Tim, woher weißt du das? Du bist heute sehr aufmerksam. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Robert den 90-Minuten Western habe ich leider nicht geschafft zu gucken. Schade. Mhm. War der zu lang? Ist mir aufgefallen. War zu slow. Ja, nee, ich war weg. Ah ja, 3 Sterne, dann kann ich mir ihn ja angucken. Jo. Geht euch das bei Letterboxd auch manchmal so, dass wenn ihr einen Film... das wird heute wunderbar. Dass wenn ihr einen Film guckt und irgendwann zwischendrin denkt, so wenn der mal langsam läuft, boah, 3 oder 4 Sterne oder doch nur 2? Wie wenn der mal langsam läuft? Ja, wenn der Film einfach mal dich nicht so gefesselt, gerade wenn du nicht so im Film drin bist, wenn du mit deinen Gedanken abschweifst. Ja, ja, also genau, bei langweiligen Filmen geht mir das so. Ja. Dann gucke ich tatsächlich kurz auch mal, was andere gegeben haben, schon bevor ich den Film zu Ende geguckt habe. Ich versuche das zu Ende kommen. Also das versuche ich zu vermeiden, weil ich merke, dass mich das total beeinflusst. Ja, genau. Also halb pünktlich beeinflusst mich das auch. Wenn ich dann so 3,5 gebe, sehe ich, alle anderen haben 4 gegeben. Ach komm, bin ich mal nicht also so. Also ich halte einen langsamen Film für ein Qualitätsmerkmal und deswegen tendiere ich dann eher zu mehr Sternen. Außer es sind haarige Italiener aber dabei. Das was, Italiener? Ja, außer es sind haarige Italiener dabei. So. Er meint den Paten. Aber Tim, das widerspricht sich. Das meine ich ja überhaupt nicht. Ich meine ja keine langsamen Filme. Hast du aber gesagt. Ich meine einen Film, wo du der jetzt ja, nicht der halt so langsam Passagen ist von der Zeit, hat, sondern die Passagen haben, wo du vollkommen raushängst. Wo die Hand so unwillkürlich Filme, Richtung Smartphone zuckt. Ja, den höre ich auf zu gucken. Ich ziehe das inzwischen nicht mehr durch. Das ist ja. So wie bei der Aber es gibt ja langsame Filme, die haben ja dauerhaft Spannung. Die kannst du die ganze Zeit angucken. Ja, so wie Arrival. Vom Tod. Ja, Arrival. Genau. Ja, also langsam meine ich nicht mit unspannend. Ach so. Das ist nicht das Gleiche. Aber dann hättest du auch nicht langsam sagen sollen. Du meintest doch unspannend, oder? Ja. Nein, ich meinte ja langsam. Du hast langsam gesagt. Ja, ich meine nicht langsam von der Zeit, sondern wahrscheinlich sogar beweisen. Der Spannung. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Tim spult nachher zurück und sagt, der hat doch nicht langsam gesagt. Und dann hört man, wie ich so rede, dann langsam. Nein, ich nehme das doch noch gar nicht auf. Was? Echt nicht? Nein. Ich dachte, wir machen jetzt hier gerade Vorgeplänkel. Ach so, ja, dann nehme ich es auf. Ja, dann ziehe ich noch mal kurz mein Sweatshirt aus. Na toll.
Dann hole ich mir noch einen Tee und dann kann es losgehen. Noch okay. Ein Tee? Ja, der ist schon leer. Warum? Wow. Weiß nicht, der schmeckt gut. Also, ich sag's ja immer, der zweite Aufguss schmeckt besser. Bei der Agierling. Bist du ja schon wieder zurück? Der Agierling, ich habe mir eben einen, nee, nicht eben, letzte Woche Montag einen Assam gekauft. Ist das eine Automarke? Nein, das ist ja, auch ein schwarzer Tee. Ja, unbelehrt. Ah. Jemand, der gerne schwarzen Tee trinkt, der sollte wenigstens Darjeeling und Assam kennen. Das stimmt. Ich kenne nur Darjeeling und Mate-Tee und... Und du kannst es nicht mal richtig aussprechen. Earl Grey. Und den aus der Tüte. Die sind alle aus der Tüte. Mm. Fenchel, Anis, Kümmel von Messmer. Kurz, fuck. Ja, willst du ein Apostel war auch gar nicht schlecht, um mal wieder weg von Tee zu kommen. Ach so. Mögen Sie Tee? Nein, danke, ich bin Atheist. Oh. Ich glaube, ich habe doch keine mir. Zeit. Der ist von Helge Gott Schneider. Schade, dass Mario heute nicht dabei ist. Der hätte bestimmt was zu Quarantäne sagen können. Ob die das richtig gemacht haben? Ja, haben sie ja natürlich nicht. Einfach nur Plastiklamellen in den Raum hängen, ist doch keine Quarantäne. Ah, das habe ich auch gedacht. Die haben einfach gut, dann nur so einen Plastikvorhang hängen, oder? Bei BSG. Ja, ja. Habe ich nämlich auch gedacht. Eigentlich brauchst du einen höheren Druck drin als genau. Draußen. Draußen anders als drin, genau, damit die Luft nur reingeht. Nicht raus, genau. Aber da damit einfach nur Lamellen. Das saugt nicht, das bläst. Das ist mir egal. Ach, Leute. Ja, beim Blasen wird ja eigentlich auch gesaugt. Nehmen wir schon auf? Ja. Schön. Das kannst du als Folgentitel vorschlagen. Beim Blasen wird auch gesaugt. Ja. Ja, dann kommen wir endlich zu diesem uninteressanten, aber erfolgreichen Laber-Podcast. Plural. Verstehe ich nicht. Nach Hitler jetzt Sex. Nach Hitler Sex. Das sind die zwei Top-Themen. Apropos ja. Podcasts. Ich höre gerade viel, Moment, wie heißt der? Zurückgespult. Weil ich in der Geschichte so ungebildet bin. Ich habe gar keinen Kassettenrekorder mehr. Alter! Ja. Nee, der ist echt cool. Die sind immer so eine Stunde lang und beschäftigen sich mit einem Thema der Historie. Ah. Auf dem Rückweg habe ich die Templer zu Ende gehört. Ja, wie Zeitsprung, nur länger und ein bisschen professioneller produziert. Also viel professioneller produziert. Oh, ich glaube, dann bleibe ich aber lieber bei Zeitsprung, weil längere Podcasts kann ich gar nicht brauchen. Ich komme so schon nicht hinterher. Ist das ein Radioformat? Ich glaube, ja. Dann kann ich es nicht gebrauchen. Das mag ich nämlich nicht. Ist mir zu professionell Wieso? Produziert. Okay. Der professionell produziert finde ich ja gar nicht schlimm. Weil, was ich schade finde, ist, wenn die sich selber in ihrer Länge so festlegen. Auf unsere Folgen sind immer so lang. Ja, ist das bei uns nicht auch? Nee, ist es nicht. Nö, aber die sind ja auch recht lang. Aber ich habe gemerkt, so um die 40 Minuten Stunde ist für mich eine gute Podcast-Länge zum Hören. Ja, bei uns ist ja manchmal nur länger, weil ich hinten noch das Nachgeblänkel dran schneide. Man kann ja vorher aufhören. Das wie geht. Bei Filmen. Deswegen gibt es nämlich Kapitelmarken, damit man weiß, was kommt. Wie bei Filmen. Mein Gott. Podcasts sind wie Filme, nur anders. Nur ohne Bild. Dann ist es ein, wie nennt man das? Ein Wort? Nee, Vlog? Vlog? Stummfilm. Also aber es gibt es ja auch auf YouTube. Leute, die podcasten und sich dabei mit der Webcam aufnehmen. Kapiere ich nicht. Naja, es gibt halt tatsächlich Leute, die Podcasts nur über YouTube sich anhören. Das ist halt zusätzliches Publikum einfach. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, der Holger Klein, der ist ja recht... Ne, professioneller Podcaster. Der ist ja auch Radiomoderator. Genau, aber dass die über Skype aufnehmen, da war ich ein bisschen baff. Nee, die machen das dann aber meistens so, die schicken das dann zu. Ah, so, okay. Jeder nimmt sich auf. Und dann wird so ein am Anfang, du musst ja nicht Bild und Ton synchronisieren. Ja, aber es ist tatsächlich so, die Spuren laufen wirklich auseinander, wenn das zwei unterschiedliche Computer aufnehmen. Wenn du 4 Stunden hast, kann das sein, dass du 1-2 Sekunden Versatz drin hast. Echt? Ja, weil jeder Computer eine eigene Clock hat. Ach, ist deswegen, das krass. Deswegen gibt es im Tonstudio immer so ein dickes Koaxialkabel, wo die Clock drüber gesynkt wird, über das ganze Gebäude beim Rundfunk und so. Hm.
Interessant. Muss man halt ab und zu mal so ein Stückchen dann eine Lücke reinschneiden, damit es wieder passt. Das merkt man ja erst nach einer halben Sekunde oder so. Ja, wenn man mit Podcasts sein Geld verdient, dann kann man ja auch ein bisschen schneiden. Aber das ist mir zu umständlich, dieses Anfordern von irgendwelchen Aufnahmen. Deswegen will ich das lieber gleich. Du verdienst ja auch nicht mit Geld mit Podcasts dein Geld. Geld, mein Podcast. Ja, aber es ist ja auch viel professioneller, es an einer Stelle aufzunehmen. Oh, das ist doch eine wunderbare Idee. Podcast-Folgen nur noch gegen Geld rausgeben. Mhm. Oh ja. Das ist wie ich heute wie bei Rocket Beats diesen Donny als Unternehmensberater. Der hat ähnliche Vorschläge gemacht. Mach doch Let's Play, wo man nur die Leute sieht, die das spielen. Ich bin immer noch für Stummfilm-Podcast. Soll ich das Klavier holen? Genau. Und dann beschreiben wir die Szene. Ach nee, das ist dann eigentlich ein Bild für ein ganz normaler Podcast. Eigentlich schon. Für Sehgeschädigte. Stummfilm für Sehgeschädigte. Es gibt jemanden, der die Bilder beschreibt. Es gibt ja schon spezielle Tonspuren für genau die Fälle. Hm. Ja schon immer. Die gab es auch schon im ersten und zweiten Programm auch schon ewig, oder? Ja. Richtig. Manchmal. Ja, das wollte ich sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, so super innovativ ist das. Ja, aber für einen Stummfilm ist es doch innovativ. Oder ja, aber gibt's sicher auch schon für Stummfilme. Auch schon immer. Stimmt. Du hast recht. Das ist nicht super innovativ. Hä? Also beim Stummfilm, da kommt doch keine Tonspur. Da meinst du, der ist dann Gehörgeschädigt, aber auch für Sehgeschädigte, genau. Gibt es da auch garantiert Tonspuren dafür, damit die Filme auch gucken können. Also gucken. Hören können. Auf manchen Sendern ist das irgendwie Standardeinstellung oder der Fernseher macht das bei denen automatisch. Also ich habe das so für Arte, Dreisat, ARD. Aber ist das nicht sogar bei Netflix auch so, dass da manchmal also für hergestellt. Die Tür quietscht oder so steht dann da. Ja, ja, ja. Spannende Musik. Genau. Genau, bei Kill Bill war das, glaube ich, so. Da stand dann immer der Musik verloren, wenn man die Musik nicht hört. Eben, da stand dann immer der Musiktitel. Wenn man das dann interessant liest, was hilft dir der Musiktitel? Wenn du taub bist. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ach nein, Moment. Da kannst du dir was sagen. Da kannst du wenigstens sagen, ich fand den Soundtrack von Kill Bill ganz cool. Ich mag Musik nur, wenn sie lautet. Das spielt in der und der Szene. Ja. Das ist mein Lieblingslied. Echt? Ich dachte, Max keine Gitarren. Wie Gitarren? Ich habe heute mal was anders. Ich habe einen Einspieler vorm Intro. What? Aus der Folgenserie. Ich habe gerade ein Telefon gehört. Ja, ich auch. Meins nicht? Meins eigentlich auch nicht. Mich ruft keiner an. Kein Spaß, ruf mich an. Bei mir auch nicht. Tja, dann. Aber ich mach's mal im Flugmodus. Mach ich's auch mal im Flugmodus. Ich mach mal. Sonst rufe ich dich nämlich noch an. So. Du wolltest doch den Hitler machen. Das war schon sehr gut. Genau, nah dran. Das hat der früher auch immer gemacht. Konnte ja nicht ahnen, dass der Russe 30.000 Tanks hat. Das war der zahme Hitler. Der zahme Hitler? Ja, da gibt's noch den Weihnachts-Hitler. Da haben wir schon wieder verloren. Da gibt's doch diese, das gab vor ein paar Jahren, ist das erst veröffentlicht worden. Es gab schon 5000 Mal auf Vox oder so. Kannst du aber auch bei YouTube finden. Da gibt's in so einem Eisenbahnwaggon in Finnland oder so, ist heimlich ein Treffen zwischen Hitler und dem Hammerfeld oder so, unserem finnischen General aufgezeichnet worden. Und da kennst du den überhaupt nicht wieder, wie der redet. Der redet ganz normal. Genau, er redet ganz normal. Ganz leise und so wie ein Mensch. Nein. Und dann sagt er dann vorstellen. Wir konnten mir gar nicht vorstellen, dass das in Russland nicht klappen kann. Wir haben ja quasi eine Schönwetterarmee. Aber als wir dann eine Fabrik gefunden haben, da wurden 30.000 Tanks gebaut. 30.000 Tanks. Ja, Tanks hat man nämlich damals gesagt. Tanks. Ja, da war man international. Tanks. Ja. Nicht Panzer, nein, Tanks. Gab es das vor Panzer damals schon? Ich denke schon, aber ja. Tanks auch. Ja, 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 nur die Deutschen haben ihre Fahrzeuge Panzer genannt.
Ja, aber hier wurden aber im Ersten nicht. Weltkrieg kamen die ja von den Amis und Engländern. Und den Engländern, genau. Ja, ja. Ja, aber die deutschen Panzer hatten ja alle in ihrer Namensbezeichnung das Wort Panzer. Stimmt. Drin. Ja, die ersten, ja, genau. Bis dann der Tiger kam oder der Panther. Na, nee, die hatten das immer. Die hießen immer Panzerkraftwagen 1 bis 6 oder so. Vielleicht hieß der erste mal Panzer, der dann gefahren ist. Nee, das waren die Half-Tracks, die Kettenfahrzeuge. Aber die Panzer auch. Nee, verdammt, was habe ich denn jetzt hier angerichtet? Tim, google das jetzt. Wir haben ja oh, ihr Militärfuzis. Ach. Du meinst, glaube ich, Großtraktor hießen die ersten. Nee, das war der Großtraktor, das finde ich gut. Das ja, waren die gebaut wurden, Panzer um den Versailler bauen. Vertrag zu umgehen. Ja, waren ja aber auch schon Panzer. Das ja, war ja, doch das Westentaschen-Schlachtschiff. Ben, hast du schon Red Dead Redemption 2 gespielt? Ja. Das Thema haben wir schon durch. Genau, du bist zu spät. Bist du und dann spät. Kommst du mit den alten Themen. Immer diese ausgelutschten Themen. Ja, aber damals hast du doch nicht aufgenommen. Klar, habe ich aufgenommen. Kannst du dir dann anhören. So langsam, aber wenn ich dann wirklich irgendwann in der Schweiz bin, dann hole ich mir, glaube ich, eine PS4. Weil die da so besonders billig sind, meinst du? Nein, nee, weil er nicht dann mit Schweizern reden will. Fangen wir an. Wegen mir. Wir sind ja schon ein bisschen über der Zeit. Ja, das dann. Stimmt, weil irgendjemand ist ja zu spät gekommen. Ich glaube auch. Ja. Beschwert Mario. Euch beim Fahrraddieb. Wenn du das hörst, Fahrraddieb, fick dich und bring mein Fahrrad zurück. erst oder dann das aber Fahrrad bringen? Erst bringst du das Fahrrad und dann fick dich. Ich will keine ekligen Spuren haben. Ja, dann muss ich jetzt nur noch die Einspieler suchen, nicht wahr? Vorbereiten. Nein, die habe ich auch natürlich schon alles vorbereitet. Folgen gucken. Die Folgen gucken. Muss ich erst noch die Folgen gucken und dann noch die Bewertung schreiben und dann letzte Worte suchen. Boah, ich hatte sie, als ich gesehen habe, aber jetzt nicht mehr. Tja, aber erstmal ist die primäre Tätigkeit, da ist es. Soll ich dann jetzt einfach loslegen? Leg einfach los. Achtung, dann geht's jetzt gleich los mit einem Einspieler. Achtung, Mats ab. Okay.